Ja. Wie? Das war schon immer so eine. Unsere Sprache war schon so immer so eine Gemischt. halb polnisch, halb deutsch. Ich weiß, ich muss so Stimmt lachen. das? Naja. Ich weiß, ich muss so lachen. Da Aber in der war. Schule haben wir Deutsch gelernt, Ja, nicht? mussten wir. Ja. Das wussten wir Alle nicht. Ich haben weiß bis wir. heute nicht. Und da bin ich den ganzen Weg bis nach Kreuznach, da war da eine andere Stelle, da kam Polnisch sein haben wir überhaupt nie Beruf. gelernt. Sein Aufruf kam, alles muss sie anmelden, dass ist eine Kanzlei hier vor den Kreuznach. Und da ging ich noch mit einer Luzi. Und da den ganzen Weg, und da sage wie ist das Juni? Wie ist das Juni? Und da sagt sie, wie heißt das heute, Josef? Wie heißt das? Juni, Cervez, ich weiß das bis heute. Und da bin ich den ganzen Weg, Cervez, dass ich geboren bin in Cervez. Und da war das Aufschritt für Leute, volles Büro. Und der hat das angeschrieben. Und da war eine Frau von mir und da musste ich bis heute, dann, ich weiß nicht, aufs Aufschritt. Und da hat er gefragt, und der Mann, was hat er, Savut? Und sie wusste das nicht, Savut. Und da sagte, ja, Brille trägt er. Beruf. Und er sagt, Beruf, und er wusste nicht, was Savut nicht. Und er sagt, ja, Brille trägt er, das ist doch kein Beruf. Das weiß ich bis heute noch. Und so verschiedenes. Wir mussten das, und wir mussten das uns selber lernen, selber einprägen und lernen, so wie ich. Und bis heute kann ich mir das nicht Service, gar nicht schreiben und aussprechen. Und, aber heute ist es ein bisschen anders. Hier sind Polen. Ist es Polen hier oder nicht? Oder wie ist das jetzt mit dem Und die Dorf? haben sie sich eingeschrieben. Aber ich denke nicht, ich denke, dass sie das mal wieder zurückerobern. Gut, sind hier mehr Polen oder mehr Deutsche im Dorf? Na, das können Sie nicht beweisen. Wie soll ich das sagen? Ich denke. International. Wir sind eingeschrieben. Franzosen sind hier nicht, Italiener auch nicht, oder Norweger, oder was alles ringsherum ist. Oder Russen wohl. Und die Russen, die haben sich hier auch. Aber die Tschechen haben wir. Aber Polen sind sie auch nicht. Polen sind sie Nee. nicht. Die Aber zugezogen sind sagen Sie immer. doch verdammt, dass Sie Oberschlesier sind. Sind Sie es Ja, Oberschlesier? Sie sind. Das ist Oberschlesien ist dann. mein Heimatland. No. Können Sie was Alle. auf Schlesisch sagen, auf Oberschlesisch sagen? Also. Girona, powiecie coś. To jest po śląsku, czy nie? No tak ungefähr. Ja. Pieruna, no, das hat er auch von Zeit her. Ach, man muss aber, ich war immer witzig, ich muss immer lachen. Denn nachher gab es auch hier, Da wir haben gibt es dann gearbeitet. ein Klaps von der Mutter, wenn man möchte sagen, Pieruna. Ja. Was denn, das ist ein Fluchwort. Aber früher, das war so, bei uns hier war immer Not, denn keine Geschäfte, es war nicht. Und nicht weit die Tschechen, und da sind wir schwarz. Ich bin gewandert, schwarz, um 2 Uhr Nacht und nachts, auch mal mit dir, was wir Margarine oder Seife haben wollten und was. In den Tschechen, die waren nicht so ausgeraubt wie wir. Denn ich habe nachher gehört, die Deutschen, die ganzen Güterzüge haben sie vollgeladen, mit die Ware zu erlebt haben, das kann ich ja gar nicht alles erzählen. Ja. Lebt sich jetzt, so viele Jahre nach dem Krieg, hier im Dorf, gut? Gut. Wir machen das selber gut. Ich jammere niemals. Wenn ich nichts was zu essen habe, dann nehme ich meinen Spaten, gehe in den Garten, tue mir anbauen, was dann. Aber die in der Stadt, die jammern nicht. Die haben keinen Garten, und nicht, aber wir nicht. Da Habt muss ihr ich. Probleme mit den Polen? Also schließlich ist es ja Polen hier. Nein. Stimmt das? Was für Probleme sollen wir haben? Aber Rente bekommen wir monatlich und was fehlt uns? Wir haben unser Geld und davon leben wir. arbeite ich hier Sei froh, dass du bloß. noch lebst. Danke Gott. Rente bekommst du, was fehlt dir anderes? Habt ihr Kontakte mit den Nachbarn hier so im Dorf? Ja. Habt ihr noch Kontakte mit den Nachbarn hier? Nur Nachbarn, jeder für sich. Jeder für sich. Keine Kontakte. Ja, Kontakte. Nur Nur so guten ein bisschen. Tag sagt man nicht, redet man ein paar Wörter, aber dass man so einer sitzt bei dem Nachbar oder das ist Aber ich so eine finde, Mode ist das nicht bei uns.
Aber ich bin so der Meinung, jetzt sind so viele zugezogen, Fremde, Junge, und die Junge, die haben ihr Leben für sich und wir auch so, wir wieder für unser Leben. Und unser Leben, man kennt das, möchte keiner drum machen. Die jungen Menschen erkennt man nicht von wie die heißen oder von woher sie sind, das wissen wir Alte nicht. Aber ich habe und wir leben nicht schlecht und wir haben auch nicht schlecht, wissen Sie. Wir kriegen unsere Rente und uns fehlt nichts. Jeder hat seine Wohnung, hat wo zu wohnen, wenn er will, nicht wahr?